Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 34 von Graveyard Keeper mit Breaking Dead, Stranger Sin, Game of Thrones und Better Safe Soul. Ja, das sind alle DLCs, die dabei sind und wir sind in der Folge Nummer 34, habe ich glaube schon gesagt, ne? Und wir müssen mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist ja schon ewig her, wir haben jetzt den letzten Spielstand vom 22. Februar 2022. Also da war jetzt eine ganz große Pause dadurch, dass wir immer vorgestellt hatten, anderer Spiele. Und naja, jetzt haben wir mal keins und jetzt wollen wir mal Graveyard Keeper anspielen wieder. Ich habe mir die letzte Folge ziemlich weit angeguckt und irgendwie braucht man Öl oder sowas, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir dann, was wir machen. Bis gleich. So, ich weiß nicht mehr ganz viel, aber wir hatten auch hier Wasser und dann wollten wir Mehl haben, um Teig zu machen in der Folge. Das weiß ich auch noch, aber hier ist was am Laufen, aber da ist kein Dingens drin, oder doch? Nee, da wird doch jetzt kein Dingens gemacht, oder? Nee, lass mal. Ja, wir müssen mal schauen. Jetzt ist hier Nacht. Wer ist denn dran da überhaupt? Hier, dieser hier. Lass uns mal gerade schauen. Known NPCs. Und das war Lila jetzt. Das ist also der Bishop. Ah, da bringt mir jetzt nichts weiter. Ich muss das hier machen. Wir könnten aber gerade mal bei ihm vorbeigucken, ob er was er uns sagt, ne? Schauen wir mal. Ist er denn da? Oder kommt er erst, wenn es hell wird, ne? Ah, der kommt erst, wenn es hell wird. Flugblätter waren auch noch angesagt. Die fehlen uns irgendwie auch. Da komme ich jetzt auch noch nicht so ganz weiter mit. Was hat man denn hier so für Sachen zum Bauen noch? Handmixer, da fehlt uns ein Brett oder ein paar Bretter und diese Teile. Ich glaube, wir müssen Eisen haben und mit den Brettern weiterkommen. Church Workbench, Scroll Shelf. Ich glaube, wir müssten mal hier noch was bauen. Ich glaube, der Handmixer, der ist für das Öl wichtig, meine ich. Ich habe das mal in dem Dingens gesehen, dass man das macht dann. Hier ist Gary. Was wollte Gary überhaupt noch? Hm? Gar nichts. See you later. Okay, Alligator. Dann sind wir hier. Kommen wir denn an Eisen dran, ne? Wo können wir denn Eisen abbauen? Gute Frage. Auf jeden Fall, was ich in der Folge sofort gesehen habe, ist, dass wir definitiv viel zu viele Sachen hier immer mit uns rumschlüren. Clean Paper. Red for Citizen Papers. Ach, das ist auf Englisch. Wieso ist das alles auf Englisch? Floor. Das bedeutet, wir sind hier. Options. Ah, kann man so schnell umstellen. Okay. Dann ist ja gut. Weiter. Eisenmeise, Eisenrüstung. Rüstung haben wir noch gar keine, ne? Was brauchen wir da? Haut und einfache Eisenstücke. Holzplanke. Die können wir bauen. Ich glaube, 6 waren angesagt, ne? Oder? Sechs Stück. Fünf. So, die haben wir jetzt. Die Frage, kriegt man hier im Moor Eisen weg oder so? Oder sind das Steine? Das sind Steine. Steine brauche ich aber nicht. Auch hier, Eisenbau. Eisenbau. Steine können wir dann gleich hier lassen, weil braucht ja auch keiner, ne? Schmeiß den Schlüssel hier raus. Gefettet den Kochtisch für besser kühlen. Das bringen wir rein.
Das lege ich mal hier mit rein. Da sind schon 13 drin dann. Ich weiß nicht, die haben wir wohl da. Aber brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Die lass auch hier. Das können wir Mehl rausmachen, wenn. Samenöl können wir auch hier lassen. Plus 5 Energie, ja. Okay, das ist erstmal gut. Hier waren Wandteppiche und sowas zu basteln, oder? Blauer Sturm, Reimhalnuss. Leeres Papier braucht man dafür. Feder und gelbe Farbe. Und da braucht man Farbe, oder? Okay. Das bringt uns hier jetzt aber gerade alles nicht weiter. Steingarten. Flusssand. Wie komme ich denn an Flusssand? Arbeitszimmer nicht beendet. Eine Schaufel hätte ich doch bei, oder? Schaufel ist da. Wie komme ich an Flusssand ran? Jetzt ist der Papst da, oder? Der Bischof. Es sind keine Leichen da. Ich will auch keine haben gerade. Da ist er. Der Friedhof sieht gut aus. Nee, ist noch nicht. Handeln. Gebet gibt's, Hostien und eine Kerze. Das ist alles zu teuer. Brauchen wir nicht. Wie komme ich denn an Flusssand? Gibt's hier ein Ufer? Komme ich hier an Flusssand? Flusssand. 5. Ich hoffe, das reicht. Dann kann ich den Steingarten machen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass der 5 Flusssand 5 Stück reicht jetzt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Flusssand ich da brauche. War ja wieder nicht so toll, ne? Steingarten. Zehn Flusssand, alles klar. Das heißt, wir müssen da nochmal hin. Kam ich von der Seite auch da dran? Ne? Da war auch ein Haufen, oder? Ich meine ja. Bin mir aber nicht sicher. Was ist das jetzt? Stein, okay. Hier kriege ich auf jeden Fall den Fluss dann noch. Und da müssen wir 5 Stück von haben. So, jetzt haben wir 10. Dann holen wir uns den Stein auch noch. Dann brauchen wir vielleicht nicht an der Kiste, ne? Keine Ahnung, wofür die Glühwürmchen sind. Was ist das? Ist das was Spezielles? Oh, eine Technologie. Okay, brauche eine Technologie. Okay, ah, okay. Brauche ich eine Technologie für? Hier nebenan wären noch Steine. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche und wie viel ich habe. Darüber ist es aber auch Stein. Noch 2 Steine. So, jetzt kann ich das hier fertigen. So, wofür ist das jetzt gut? Meditieren. Okay. Da kriegt man Energie wieder, wenn man meditiert. Auch sehr schön, ne? Da braucht man dann nicht schlafen. Wer ist das jetzt hier? Okay.
Reicht erstmal. NPC. Frau Amott. Ah, das will ich jetzt nicht ins Dorf für gehen. Hier sind wir auf jeden Fall ein Stück weiter gekommen. Ist nur die Frage, wo ich Eisen herkriege. Oh, hier muss man kämpfen. Ah, hier kriege ich Eisen weg, okay. Wenn wir dann hier sind, dann holen wir gerade mal mehr. Okay, das haben wir geschafft, ohne verletzt zu werden. Die Schleime müssen wir natürlich gerade mal, ne, anpacken, ne. Das haben wir wieder falsch gemacht, ne. Ich vergesse immer, dass man da, ne, so mehrere machen kann. Ja, geht jetzt nur einer. Und Baumstämme bräuchte man jetzt auch. Kann ich den? Nein, kann ich nicht. Schloss dran. Okay, da habe ich jetzt Pilze gekriegt und dann nochmal Pilze. Könnte man da vielleicht eine Pilzsuppe von machen. Den kriege ich aber raus. Kriege ich dann Holz? Nee, wird nur schick. Aber den hier, den kann ich doch abholzen. Naja. So, jetzt haben wir mal wieder einen Baumstamm, den wir da reinlegen können. Was können wir daraus fertigen? Hier könnte ich ein Holzkreuz basteln. Füge den Grab 2 hinzu. Jetzt kann ich da nichts mehr machen. Eine hölzerne Umrandung kann ich auch nicht mehr machen. Rankenpresse hier, Handmischer. Ah, Handmischer und nicht Handmixer. Ja, ist dann die Frage, ne? Das ist noch nicht fertig, ne? Das braucht noch ein bisschen, okay. Was habe ich denn für Werkzeuge? Rostige Axt. Ich weiß nicht, ob das andere auch rostig wäre, aber es... Ja, wir müssen gucken, dass wir es auf jeden Fall besser machen dann. Da kann ich nicht, aber das könnte ich jetzt hier Holzscheit rausbauen. Und dann muss ich erst gucken, wofür ich das gut machen, nutzen kann. Holzkraut ist klar durch dieses Gebet. Wann war nochmal Sonntagsgottesdienst? Weiß ich gar nicht mehr. Das war die Madame da, ne? Ich glaube, hier war Gottesdienst, ja. Das ist jetzt schon leider vorbei. Keine Leiche da. Können wir hier irgendwo einen Grabstein ändern oder ein Beet verbessern? Nicht Grabstein ändern. Auf jeden Fall kann man hier eins verbessern. Dann haben wir nur noch 12 auf dem Friedhof minus. Wir können 4 Stück machen. 4 mal 2 ist schon mal 8. Wäre schon mal eine Nummer, ne? Okay. Was können wir hier wegkriegen? Leben, ne? Ja. Was können wir hier bauen? Scheiterhaufen, oder? War das hier?
Nee, Feuerbestattungsort. Doch, da kannst du eine Kiste bauen. Brauche ich jetzt aber nicht. Das kann ich noch nicht machen. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Diese Papiere kriege ich auch nicht, diese Schrift. Flugblätter, so heißen sie. Ich gehe jetzt gerade zum Müller und hole mir mal Mehl. Aber er ist gerade dunkel, der ist gar nicht vor der Tür, wetten? Ja, auch keine gute Idee. Okay, da brauche ich Holzbalken. Papier mit Berechnung. Dann könnte ich die Mühle aufmachen. Die Tür ist verschlossen, bis ich Müller 80 habe. Okay. Ja. Das gestaltet sich jetzt gerade schwierig. Hier ist natürlich auch keiner. Ist ja auch klar, dass hier keiner ist bei dem Wetter. Kann man das abbauen? Nein, kann man das abbauen? Ja. Jetzt wird das Wetter besser. Lass mal gerade gucken, welche NPCs jetzt gerade aktuell dran sind. Das ist jetzt der Kaufmann. Heilung für seinen Fluch. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Da musste man nicht irgendeine Pflanze für haben, ne? Jetzt kommt der Tag hier neu. Die Leute kommen wieder aus dem Haus, das ist schon mal cool. Wie kann ich dem? Der braucht die Tinte, ne? Frage, woher du Papier und Tinte bekommst. Kabel, aber liegt mir nicht, aber er schickt wirklich schon wieder, sagen wir es mal. Tinte habe ich noch nicht. Ja, ist ja jetzt auch noch. Ah, so ein Pech nicht heute. Handeln. Das ist ziemlich teuer alles, ne? Das günstigste ist noch das, können wir uns sogar leisten, Rezepte, Pasteten, aber zurzeit nicht. Da brauche ich 30 Taler für. Ey, alter Schwede. Handeln. Holz könnte der gebrauchen. Was brauchte ich? Blaubeerkuchen, ne? Traubentorte? Ja, alles nicht. Rang 3 sind hier Zwiebelringe, sehr schön. Aber Rang 2 gibt es auch schon Zwiebelringe. Aber die sind nur Silber und die sind Gold. Okay, das ist der Unterschied. Und hier gibt es auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. Gibt es hier noch Leute, mit denen man sprechen könnte? Nein. Da ist der Kaufmann. Ich habe eine Handelslizenz. Erschrecke ihn, um seine Schluck aufzuhalten. Goldschmuck, Seide, Traubenkerne, Königliche Fisch. Oh, Facettenreihe Diamant, wow. Aber 30. Hat der auch Öl? Nee. Silberbahn, wow. Traubenkern? Achso, andere Qualität. Von mir will er nichts haben. Schluckauf ist weg. Dieser Händler braucht eine Heilung für seinen Fluch. Ja, weiß ich auch nicht.
gehen. Kommen wir nicht weiter. War die Schranke hier unten auf? Zur Stadt. Brauchst du einen Passierschein? Ich glaube, die habe ich da schon gehabt, oder nicht? Weiß ich gar nicht. So. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da weitermachen müssen. Ich würde sagen, wir machen da erstmal einen Cut und schauen dann. Was ist hier los? Kann ich da was machen? Nein, kann ich nichts machen. Schauen dann weiter. Wir müssen gucken, dass wir das Öl irgendwie kriegen. Das ist klar. Fluss dann, dass wir mit Meditieren da schon geschafft. Das ist cool. Aber da gibt es halt noch so ein paar Dinge, die wir jetzt erledigen müssen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.